Hallo liebe Filmfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Mein Name ist MovieFan1982 und ihr könnt hier das UK-Steelbook sehen zu dem Film The Conjuring, die Heimsuchung zu Deutsch. Und wie eben schon gesagt, ein UK-Import, allerdings leider ohne deutsche Tonspur, aber ich konnte da einfach nicht widerstehen, weil das so klasse aussieht. Von vorne, also wir haben hier oben eine Papierbanderole. Und von vorne, achso, ich habe die Aufkleber noch nicht entfernt, entschuldigt. Das sind hier zwei FSK, bei uns ist es ja die FSK Sticker. Und wir haben hier vorne eine Prägung, The Conjuring. Die zwei Wörter sind geprägt. Und selbstverständlich auch noch das Seil, das fängt hier oben in dem Baum an. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Es fängt hier oben an diesem Knoten an und geht hier langsam runter. Das ist geprägt. Ich zeige euch das mal von der Nähe, damit ihr dann sehen könnt, wie die Bedruckung gewählt ist, also wie die Qualität ist von dem Ganzen. Wie gesagt, das sind hier Aufkleber. Die habe ich vergessen jetzt abzumachen. Das mache ich nach diesem Video dann noch. So, von der Seite sieht das Steelbook so aus. Schlicht und einfach gehalten. Und das ist die Rückseite. Einmal von der Entfernung. Und ja, wer jetzt Englisch kann, der kann sich das jetzt hier an der Stelle durchlesen. Und dann haben wir natürlich noch die Special Features. So. Und ja, Ultraviolet Code. Fällt mir gerade ein, das Papierchen habe ich rausgenommen. So, und dann haben wir hier die Spezifikationen. Sprich Tonspur und Bild. Welche Tonspuren alle enthalten sind, die Laufzeit und natürlich die EAN-Nummer. So, nur nochmal die Altersfreigabe. So, das Ganze, wie ist das befestigt? Wir haben hier, also ich jetzt nicht mehr, aber ihr habt dann hier und hier drüben so einen Klebepopel und hier vorne auf der Frontseite hier und hier oben auch. Ich habe wieder mal einen Klebepopel abgemacht, damit das Ganze etwas fixer umzuklappen geht, und hinter diesem Backpaper sozusagen befindet sich noch ein Aufdruck. Ich zeige euch das mal von der Nähe. Die Leute, die den Film kennen, werden sicherlich mit dieser Puppe etwas anzufangen wissen. Nochmal von der Nähe. Ist leider nicht ganz so detailliert, wie man anhand der Haare erkennen kann, aber ein sehr schönes Motiv, das da gewählt wurde. Und ich muss mal ganz kurz gucken. Nein, es ist kein Papierchen mehr drin. So, drehen wir das Ganze mal ein bisschen rum. Dann haben wir natürlich einen Innendruck auf der linken Seite. Durch das Bein ist gar nichts und hier drüben ist auch nichts. Ich zeige euch das gleich von vornherein. Da haben wir hier nichts. So, und hier drüben kann man auch gut erkennen, ist hier der Schriftzug The Conjuring. Das ist die Frontprägung, die kommt durch. Und wenn man vielleicht, kann man das hier, irgendwo ist hier dann noch der Galgenstrick sozusagen. Und die Bedruckung hier ist ziemlich blass. Aber dennoch so in einer Art Metallic Look sozusagen erkennbar. Aber halt sehr, sehr verblasst. So, das wäre es eigentlich, was es zu diesem Steelbook zu sagen gibt. Ich mach das wieder schön dran. Ach ja, hier unter diesem... Und hier unter diesem Frontding ist nichts zu sehen, also euch geht da kein Detail verloren, wenn ihr das da so dran lasst. Es ist einfach nur die silberne Bedruckung dann, wie das restliche Steelbook halt gestaltet ist. Ja, was kann ich dazu sagen? Also die Steelbook-Aufmachung gefällt mir. An einigen Stellen muss ich leider gestehen, ist sie etwas undetailliert. Aber dennoch sind Front- und Backcover sehr gut gewählt vom Motiv. Und gut zu erkennen, und die Prägung ist auch sehr schön gelungen, was allerdings vielleicht ein kleines Manko ist, durch diese massive Prägung hier. Es gibt sicherlich auch Steelbooks, die haben mehr Prägungen auf dem Frontcover, aber mir ist aufgefallen, dass es höchstwahrscheinlich daher kommt, dass hier so eine leichte Beule drin ist, weil die Prägung hier, naja, ich weiß nicht, wie es von der Industrie her gemacht wurde. Jedenfalls habe ich bei meinem Steelbook hier in dem Bereich eine leichte Beule drin. Und ich habe versucht, das schon auszubessern, aber mir ist es leider nicht hundertprozentig gelungen. Könnt ihr vielleicht ja in dem Video an der einen oder anderen Stelle dann auch sehen,
dass da eine kleine Wölbung drin ist. Ja, da wären wir schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr gebt mir ein Däumchen nach oben und schaut auch meine anderen Videos an. Auf meinem YouTube-Kanal und auf meiner Filmfanseite werde ich dann innerhalb der nächsten Tage werde ich dann die Bilder hochladen und dann noch die technischen Details zu dem Film hinzufügen, für diejenigen, die das nochmal in Ruhe durchlesen wollen. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Euer Moviefan 1982 sagt Tschüss.